Ich nehme die Bezeichnung Bad Feminist, schlechte Feministin, für mich in Anspruch. Ich nehme die Bezeichnung Bad Feminist für mich in Anspruch, weil ich ein Mensch bin. Eine der häufigsten Fragen, die ich in den vergangenen Jahren beantwortet habe, geht so. Warum nennt ihr es immer noch Feminismus? Viele Diskussionen, die Feministinnen geführt haben, drehen sich um Begriffe. Das ist ja nicht unbedingt schlecht, denn Sprache ist wichtig. Immer wieder gibt es die Idee, dass es langsam Zeit wäre, den Begriff des Feminismus zu überdenken. Dann such doch einen neuen Namen, wenn es nicht mehr nur um Frauen geht. Könnte man machen! Es gibt mindestens drei Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, Faulheit. Oder als Fachbegriff Pragmatismus. Ein Label zu finden, das ist eine anstrengende Sache, und ein gutes Ersatzlabel für Feminismus wäre Bewegung für gleiche Rechte und Freiheiten unabhängig von Geschlecht, Sexualität und Körper. Wenn das nur nicht so lang wäre. Zweitens. Kontinuität und Dankbarkeit. Es ist längst nicht alles erreicht, was Feministinnen vorherige Generationen angefangen haben. Und es wäre doch dumm und es wäre unhöflich, so zu tun, als würden wir heute etwas komplett anderes machen, oder? Drittens, Fokussierung. Ein besserer Name macht die Sache nicht einfacher. Und letztlich geht es nicht darum, wie wir es nennen, sondern dass wir es tun. Wir hören jeden Tag jede Menge Songs, in denen die Herabsetzung von Frauen gefeiert wird. Rapper wie Jay-Z zum Beispiel verwenden das Wort Bitch als Satzzeichen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Bitch. Da saß eine Königin an einem Fenster. Bitch. Das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte. Bitch. Und nähte. Bitch. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, Bitch, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Bitch. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Bitch. Und weil das Rot im weißen Schnee so schön aussah, Bitch, dachte sie bei sich, Bitch, hätte ich ein Kind, Bitch, so weiß wie Schnee, Bitch, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bitch. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Bitch, das war so weiß wie Schnee. Bitch, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie das Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Bitch! Das Märchen, das wissen wir alle, geht so. Es gibt einen Mann und eine Frau. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es selten märchenhafte Geschichten über einen Mann und einen Mann oder eine Frau und eine Frau gibt. Sie müssen irgendein Hindernis überwinden und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leib herum. So hasste sie das Mädchen. Da rief sie einen Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Dolch gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen. Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: So lauf hin, du schönes Kind!
Ich liebe Märchen. Weil ich trotz meines Zynismus daran glauben können muss, dass es für alle ein Happy End gibt. Vor allem für mich. Je älter ich allerdings werde, desto klarer wird mir, dass Märchen von Frauen eine Menge abverlangen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein. Da fing es an zu laufen. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Die Zwerge sprachen: Willst du unseren Haushalt versehen? Kochen, Betten machen, waschen, nähen, stricken? So kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen. Ja? Von Herzen gern, sagte Schneewittchen und blieb bei ihnen. Schneewittchen soll sterben, sagte die Stiefmutter. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Im Märchen findet die Prinzessin ihren Prinzen. Aber es ist ein Preis dafür zu bezahlen. Es ist ein Kompromiss nötig, dass beide glücklich leben bis ans Ende ihrer Tage. Die Frau im Märchen gewöhnlich diejenige, die den Preis bezahlt. Der Prinz sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin. Da sprach er zu den Zwergen: So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Da sprach er zu Schneewittchen: Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Du bist ein gutes Mädchen. Der Königssohn ließ nun den Sarg von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und aus Schneewittchens Hals fiel das Apfelstück, an dem es sich verschluckt hatte. Und nicht lange so öffnete es die Augen und es war wieder lebendig. Der Königssohn sagte voll Freude: Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir mit in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Dann nennt es doch Humanismus statt Feminismus. Dann gilt es wirklich für alle. Ein sehr guter Einwand. Leider ist es so, dass der Begriff des Humanismus überhaupt nicht klarer ist als der des Feminismus. Ich fände ja Anarchismus sinnvoller als Humanismus, aber auch das erklärt sich nicht von allein. Ist das nicht einfach gesunder Menschenverstand,
zu sagen, dass alle Menschen gleich sind? Egal welches Geschlecht sie haben? Wäre schön, oder? So einfach und so gut. Wenn du nicht hören kannst, was ich sagen will, wenn du nicht auf einer Wellenlänge mit mir bist, werd ich vielleicht taub. Hey, hey, hey. Werd ich vielleicht blind. Hey, hey, hey. Vielleicht spinne ich ja. Hey, hey, hey. Auf seiner Single Blurred Lines singt Robin Thicke gefühlvoll, dass er einem guten Mädchen das gibt, was es wirklich will. Aggressiven Sex. Selbst wenn sie nicht zugeben kann, dass sie das will. Es ist ein ziemlich eingängiger Song, aber Blurred Lines ist auch ein Song, der auf den uralten Glauben zurückfällt, dass eine Frau manchmal eigentlich Ja meint, wenn sie Nein sagt. Okay, er war nah dran, hat versucht, dich zu zähmen, aber du bist ein Tier. Baby, es liegt in deiner Natur. Lass mich dich einfach befreien. Hey, hey, hey. Du brauchst niemanden, der nur nimmt und nicht gibt. Hey, hey, hey. Der Mann hat dich nicht erschaffen. Hey, hey, hey. Und das ist der Grund, warum ich ein gutes Mädchen nehmen werde. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Du bist ein gutes Mädchen. So schwer mir das fällt, es anzugestehen. Ich mag diese Songs. Wenn ich sie höre, dann will ich tanzen, ich will mitsingen. Aber um sie zu hören, muss ich vergessen, dass ich ein denkendes und fühlendes Wesen bin. Ich muss mich locker machen. Du bist die heißeste Bitch hier. Ich hab echt Glück. Hey, hey, hey. Hug me. Hey, hey, hey. Was reimt sich auf Hug me? Hey, hey, hey. Lass mich derjenige sein, auf dem du deinen Arsch schreibst. Hatte schon eine Bitch, aber die war nicht so krass drauf wie du. Also ruf mich an, wenn du auf der Durchreise bist. Ich geb dir etwas, das groß genug ist, deinen Hintern in zwei zu reißen. Lass dich nicht täuschen. Du kriegst es richtig. Sind doch nur Witze. Ist doch nur eine Umarmung. Sind doch nur Brüste. Jetzt lächle doch mal. Du bist schön. Kann man dir nicht ein Kompliment machen? Männer wollen nur mal haben, was sie haben wollen. Mach dich locker. Wir sollten uns alle locker machen. Männer wollen nur mal haben, was sie haben wollen. Und manchmal drücken sie ihre Wünsche aus, indem sie Songs schreiben. Blurred Lines. Verwischte Grenzen. Und ich sing mit. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Du bist ein gutes Mädchen. I'm a bad feminist. Ich bin eine schlechte Feministin. Ich bin lieber eine schlechte Feministin als gar keine. Die Annahme, dass im Feminismus vieles komplizierter wird, was früher einfach und vielleicht sogar schön war, ist weit verbreitet. Aber das mit dem Türaufhalten, das ist wirklich sehr einfach. Menschen dürfen einander die Tür aufhalten. Und das geht so. Wenn ich durch eine Tür gehe und hinter mir ist eine andere Person, dann halte ich dieser Person die Tür auf, egal wer es ist. Wenn wir beide gleichzeitig vor der Tür stehen und die andere Person hat was in den Händen oder ist aus sonstigen Gründen nicht in der Lage, die Tür aufzumachen, dann mache ich die Tür auf. Wenn wir beide gleichzeitig vor der Tür stehen und beide gleich gut die Tür aufmachen können,
dann macht die Person die Tür auf, die näher am Türgriff steht. Denn im Allgemeinen gehen Türen nur auf eine Seite auf. Also, vieles im Feminismus ist wirklich kompliziert. Aber das mit dem Türaufhalten, das ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ich meine, da könnt ihr doch mal fragen. Das ist doch Worst Case. Weil du so schön bist, wirst du von zu Hause vertrieben. Dann rennst du durch den Wald und findest eine WG von Kleinwüchsigen. Du darfst denen den Haushalt machen, putzen, stricken, Schuhe putzen und was weiß ich alles, damit du da bleiben darfst. Dann kommt die Schwiegermutter, will dich vergiften, klappt nicht, du fällst ins Koma und wirst in einen Glassarg ausgestellt. Wer will das? Ein Glassarg. Dann kommt ein Königssohn und sagt, oh, die ist so schön, die will ich unbedingt haben und will sie mit nach Hause nehmen. Ich meine, was will er damit? Stellt er den Sarg auf eine Kommode mit LED-Hintergrundbeleuchtung? Und wenn er dann von seinen Raubzügen kommt, dann macht er mit dich, oh nee, ich will es gar nicht wissen. Und dann stolpert die Dienerschaft, das Stückchen fährt aus dem Hals und dann sagt er, jetzt sollst du meine Gemahlin werden. Und sie öffnet die Augen und sagt, was? Ja? Weil ich so schön bin? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie bis heute in einem Glassarg oder was?